Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Civilization 6. An meiner Seite ist der O'Hare und ich bin im Krieg. Hallo. Und ich bin nicht so müde wie beim letzten Mal. Ist auch deutlich früher, ne? Ist deutlich früher als das letzte ja, Mal. Ja, deutlich früher. Nur fürs Beigetreten steht hier, ne? Das ist ja toll. Das hilft, ne? Zum Spielen und so hilft das. Irgendwo Wohnraumprobleme in Puteoli. Ja, ich hab in Nanmandolitz Nahrungsprobleme, aber das wundert mich nicht. Die verhungern aber nicht. Die Nahrung ist bei null. Das heißt immer noch Nanmadol. Wir beide haben da immer ein N reingedichtet, was eigentlich nicht dabei ist. Das heißt jetzt Nanmandol, weil das sich viel, viel flüssiger liest. Ja, und es reimt sich fast auf Menthol. Eigentlich gar nicht, aber egal. Nee. Oh Gott, jetzt kommen ja die deutschen Ritter. Übrigens, an der Stelle eine kleine Anekdote, weil ich mit meinem Sohnemann in einem Museum für einen deutschen Knuddeltierhersteller mit Tradition gewesen bin zu seinem 6. Geburtstag. Willst den Namen nicht sagen, oder? Ich könnte schon, aber ich will ja jetzt hier nicht irgendwie für Schleichwerbung oder sonst irgendwie hier kritisiert werden, ne? Also die halt so einen Knopf im Ohr haben, ne? Und da ist mir etwas aufgefallen. Ich habe mich dort umgesehen und es gibt einen verdammt guten Grund, warum der Teddybär Teddybär heißt. Und der hat was mit Teddy Roosevelt zu tun, ohne Witz. Und zwar liegt es daran, dass Teddy Roosevelt, der wurde mal damals irgendwann mal zu einer Bärenjagd, also waren ja noch ganz andere Zeiten, ne? Wurde zu einer Bärenjagd eingeladen. Und es wollte sich ums Verrecken kein Bär zeigen. Also die ganze Bärenjagd war eigentlich davor, quasi den Bach runterzugehen. Und da haben dann die Veranstalter, das war auch nicht von den USA selber, also das war irgendwie, also die wollten auch irgendwie Teddy Roosevelt sozusagen diesen Bärenjäger-Erfolg geben. Und dann haben die so einen Jungbären, also so ein halbes Baby an der Leine an ihn rangeschleift, damit er den wenigstens erschießen kann. Ach Gott, der arme Bär. Ja, hat er aber nicht gemacht. Er hat gesagt, nein, so etwas macht er nicht. Und daraufhin hat dieser Plüschhersteller zu Ehren für diese Aktion den Bären Teddybär genannt. Oh, wow. Weil er quasi da sozusagen also im Grunde große Menschlichkeit bewiesen hat oder große Tierfreundschaft. Also das mal nur so als kleine Anekdote. Finde ich sehr, sehr niedlich. Also so. Alle Fälle. Du musst trotzdem mal die Runde beenden. Ich kämpf hier gerade eben noch. Ich habe hier gerade eben zu viel gelabert. Ich gebe es ja zu. Ich kämpfe hier immer noch gegen diesen scheiß Ritter, den ich jetzt hier wegmachen muss. Weil ich habe jetzt hier gerade eben den Angriff auf Berlin. Also so wie die Russen, komme ich jetzt als Amerikaner aus dem Osten. Aha. Ja, also damals halt, ne? Damals. 45. In dem Fall halt bloß 1200 nach Christus. So, Moment, hier habe ich jetzt den da, Berlin, Armbrustschützen hier, Schwertkämpfer da. Ich gucke mir da mal mein Land an. Das ist doch auch mal schön, so ein Land, ne? Ich habe ein Problem, ich habe nicht mehr so viel Platz, wo ich siedeln kann. Das ist gerade etwas schwierig. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was es in dem Teil scheinbar nicht gibt, dass man mit den anderen Zivilisationen Karten handeln kann? Karten. Ja. Ach, du meinst einfach so, was ich sehe, was du siehst. Ja, genau. Das gibt es nicht mehr. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es das in Teil 5 noch in der Form gab. Aber ich weiß, dass es das in den früheren Teilen definitiv gab. Okay. Ist mir nicht geläufig, sage ich jetzt mal. Oh, das ist nur einer. Und warte mal, ich habe einiges hier gerade eben zu tun, stelle ich gerade fest. Ich muss auch ein Pantheon wählen. Das kann. Hast du endlich genug Glauben gesammelt? Ja. Nee, also bei mir ist halt auch gerade eben echt alles ein bisschen drunter und drüber, auch was die Nahrung angeht. Ich bin, nicht die Nahrung, die plus 1 Produktion durch Minen auf strategischen Ressourcen. Jetzt sollte ich natürlich wissen, ob ich Minen auf strategischen Ressourcen habe, wenn ich so etwas wähle. Habe ich. Oh ja, hab ich. Ich habe ja überall die Diamanten. Ja, dann sollte ich das echt machen, ne? Aber Diamanten sind keine strategischen Ressourcen, das sind Luxusgüter. Ach so.
Ups. Strategische Ressourcen sind, glaube ich, was ist eine? Ich glaube, Eisen ist eine strategische Ressource oder Stein. Nee, Stein ist sogar eine Bonusressource. Was ist denn eine strategische Ressource? Ich guck gerade mal. Kupfer ist auch eine Bonusressource. Eisen ist eine strategische Ressource. Und Pferde sind eine strategische Ressource. Also quasi alles, woraus du irgendwas herstellen kannst. Würde ich jetzt mal so grob. Obwohl, ich meine, Weizen ist auch. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass meine Truppen schneller auf eigenem. Also um heilige Gebiete herum schneller heilen. Ja. Das ist doch auch schon mal was. So, jetzt baue ich das Monument, damit ich nicht mehr ganz so barbarisch bin. Hier repariere ich das. Nee, ich baue jetzt erstmal die Stadtmauer in Nandol. Ich habe Nandol gesagt, lobe mich! Komm, das hast du jetzt mit Absicht gemacht. So, ich hab's auch gleich. Ohne Witz, ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Minuten handeln. Nächstes Mal stellen wir einen Rundentimer ein, damit sowas gar nicht erst passieren kann. Dann hätte ich ja die Anekdote nicht erzählen können. Doch, du hättest einfach nur währenddessen was machen müssen. Das kann ich nicht, ich bin ein Mann, ich bin nicht multitaskingfähig. Liebe Frauen da draußen, bitte spielen Sie mit mir Civilization. Ach Gott, jetzt habe ich ja den hier auch noch, was soll denn die Scheiße? Weißt du, was echt schwierig ist, wenn man nicht weiß, was man zuletzt getan hat? Ja, das ist bei so bei den Aufnahmesessions mit Ziff, du. Aber ich weiß, dass wir am Freitag noch drüber gesprochen haben, dass du unbedingt dir was aufschreiben solltest. Das haben meine Lehrer schon zu mir gesagt. Bringt nichts. Ich vergesse dann den Zettel zu lesen. Ja, super. Jetzt kommt der Deutsche hier mit Glaubensfuzzin zu mir. Das finde ich natürlich weniger geil. Ich greife den jetzt auch direkt an. Als ob der nicht andere Sorgen hätte. So, Lissabon, Geld brauche ich gerade eben nicht so wirklich. Das ist nämlich das Coole, man kann, ohne Krieg zu führen, kann man mit den Glaubenseinheiten kämpfen. Das finde ich sehr geil. Und dann beschießen das ist halt der Glaubenskrieg. Dann beschießen die sich schon mit Blitzen und so, das ist sehr witzig. So, in einer Runde ist hier der Tempel fertig, hier noch zwei Runden bis zum Campus, eine Runde bis zum Handwerker, ich kann tatsächlich... Ach doch, was ist denn hier? Beinbarren vorgeschlagen von dem Norweger. Was will er denn von mir? Na, er will genau das, was du angesprochen hast und was die KI relativ schlecht kann. Er will Ressourcen handeln. Er will jetzt von mir einmal Kaffee haben und gibt, also für 30 Runden, und gibt mir dafür wahnwitzige 48 Gold. Das ist ein Witz. Ja. Warum sollte ich das annehmen? Also ich verliere den Bonus. Na gut, nee, verliere ich nicht, weil ich schon einmal, ich habe zweimal Kaffee, aber also ehrlich, mir sind halt 48 Goldmünzen einfach zu wenig dafür. Und offene Grenzen will ich mit dir erst gar nicht haben. Das kannst du mal schön vergessen. Nö, lehne ich ab. Wir lehnen das ab, denn das ist ein schlechter Deal. Ja. So. Nee, meine Truppen werden gerade eben so nach und nach jetzt hier auch noch geuppt. Also ich finde halt, die KI sollte wirklich, was ist denn hier? Die brauchen ein Upgrade. Das sind wir uns einig, glaube ich. Definitiv. Ich meine, das ist jetzt für einige Ziff-Veteranen sicherlich auch kein Geheimnis, aber die Vorteile zum Beispiel, oder die Nachteile, wenn man bei Ziff zum Beispiel auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt, sind ja, oh, warte mal, was, ich baue hier den Leuchtturm, das bringt echt was, sind ja zum Beispiel... Wenn man zum Beispiel jetzt auf Kaiser spielt, ne, Schwierigkeitsgrad Kaiser, welcher Grad ist denn das? Ist das, das ist dann zwei höher als wir. Zwei höher, okay. Da gibt's ja noch dazwischen König. Wenn du auf Kaiser spielst, dann hat die KI von Anfang an zwei Städte. Habe ich durch Zufall festgestellt. Gut, andere Let's Player, die haben das auch schon gesagt und dargestellt, aber das fiel mir halt auf durch dadurch, dass ich direkt auch in einem Spiel neben einer KI gestartet war und direkt mit zwei Städten von Anfang an konfrontiert war von ihm. Also von Anfang an wohlgemerkt. Ich finde das ziemlich krass, muss ich sagen. Ja. Das hat mir auch. Das ist auch die Erklärung dafür, warum ich in einem anderen Spiel, wo ich mich gewundert habe, wie die anderen KI es geschafft haben, so wahnsinnig schnell. Also auch die nächsten Zeitalter zu erreichen. Wenn die halt von Anfang an zwei Städte haben, können die auch von Anfang an doppelt so schnell alles machen. Und dadurch war halt zum Beispiel in einem anderen Spiel von mir persönlich dann der Trajan, also den jetzt du spielst, halt schon anderthalb Zeitalter vor mir.
als ich das erste Mal auf Kaiser gespielt habe. Also das war schon krass, ja. Das ist richtig krass. Ah, man bekommt sogar, wenn man... Also ich weiß nicht genau, wie es zusammenhängt, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass ich auf meinem eigenen Gebiet gekämpft habe, aber dadurch, dass mein oder vielleicht in der Nähe der Stadt, auf jeden Fall dadurch, dass mein Apostel gerade den gegnerischen Missionar zerstört hat, habe ich jetzt gerade in meiner Stadt, die ich ja gerade vor ein paar Runden gegründet habe, einen Bonus auf das Judentum bekommen und sogar es wurden Punkte für den Katholizismus vom Deutschen abgezogen. Das finde ich echt nice. Also das ist cool. Also man hat quasi mit diesem Glaubenskrieg auch die Bürger davon überzeugt, dass das Judentum besser ist als der Katholizismus. Okay. Das ist jetzt natürlich Geschmackssache, aber... Für Atheisten sowieso. Ich habe hier immer noch das Problem, dass ich diese blöde Mine hier wegmachen muss. Nee, ich hab ein ganz, ganz anderes Problem mit der Glaubenskiste in dem Spiel. Ich kapiere sie einfach nicht. Also ich habe da... ich habe schon ein paar Mal jetzt versucht, diesen Glaubenskrieg mitzuführen. Und also ich habe auch schon in einem anderen privaten Spiel mal eine Religion gegründet. Habe aber meine eigene Religion ganz schnell wieder verloren. Weil ich, weil ist eine gute Frage. Weil die Gegner so aggressiv sind und dir permanent die Missionare um die Ohren hauen. Das ist echt krass. Also das. Ja, ich habe dann meine. Aggressiv drauf. Ich konnte dann meine eigene Religion nicht mehr verbreiten. Das war dann mein Problem. Ich war nicht mehr dazu in der Lage, meine eigene Religion zu verbreiten, weil ich keinen Gläubigen mehr dafür hatte. Ich besaß dann zwar nominell eine Religion. Genau, aber es hat keiner dran geglaubt. Ja, genau. Das ist dann wie bei Terry Pratchett, weißt du, wo der eine Gott eine Schildkröte wurde. Ja. Das ist ja schon ein bisschen lustig. Ich weiß, aber wie hieß das Buch nochmal? Ich glaube, einfach göttlich oder irgendwie sowas in der Art. So, Rundenende. Oder auch nicht. Ja, das ist auch blöd, weißt du, du drückst auf Runde beenden und dann fällt mir ein, huch, ich hab ja doch noch 5 Einheiten von dir, die was machen müssen. Ja, sorry, also, dann. Ist manchmal komisch bei dem Spiel hier, gell? Was ist denn das für eine Kriegsmeldung? Lissabon hat Mörb den Krieg erklärt. Warum erklärt mir Lissabon den Krieg? Das ist aber wirklich komisch, also das kann ja eigentlich schon damit zusammenhängen, dass der Deutsche den irgendwie ums Maul schmiert. Hä? Das ist tatsächlich der hinter mir ist. Woher? Die Stadt, die ich gerettet habe, die hat mir den Krieg erklärt. Der ganze völliges Entsetzen. Papieren, aber ich finde es auch gerade komisch. Ich verstehe es nicht so richtig. Ja, ich habe jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg. Naja, das ist ein Stadtstaat, oder? Das ist jetzt nicht so schlimm. Der hat Truppen. Aber warst du nicht Suzerän bei dem? Ich war bis gerade eben noch Suzerän. Ja, das ist richtig. Ich hab diesmal nichts gemacht mit den Gesandten. Ich war es nicht. Can somebody fucking tell me what's going on? Ohne Witz, ich bin gerade eben entsetzt. Können die sich eigentlich heilen? Nee, können sie nicht. Das ist natürlich auch blöd. Was hat denn der hier noch für eine Option? Ach du Scheißendreck. Die stehen jetzt mit ihrer gesamten verdammten Armee mir im Rücken. Ja. Ich weiß nicht so richtig, wie ich dir da jetzt helfen soll. Kannst du nicht. Ich meine, ich bin technologisch denen total überlegen, aber... Ich finde das jetzt trotzdem nicht so gut. Das glaube ich dir auf jeden Fall sofort. Ich habe denen ja auch gar nichts getan. Warte mal, ich muss mal ganz, ganz kurz gucken. Was ist in Lissabon beeinflusst durch Deutschland? Der hat... Diese Pisser-KI hat mir einfach den Suzerän-Status geklaut. Vor allen Dingen ist das total unlogisch, weil der Deutsche keine Stadtstaaten mag. Ich bin gerade ja, eben... Und bei mir kam gerade die Meldung, dass Lissabon mit Friedrich Barbarossa Frieden geschlossen hat. Das ist, Ich bin gerade eben schon ein bisschen verwirrt.
Wollte ich nur mal so anmerken. Ich bin ein kleines bisschen verwirrt und missmutig über diese Situation, weil meine Armee jetzt zwischen zwei Heeren eingeklemmt ist. Das kennt doch eigentlich nur der Deutsche, oder? Ja, eigentlich schon. Ich hab eine Kesselschlacht. Scheiße, und das 1260 nach Christus. Das Problem ist ja eigentlich, ich habe ja eine Armee, die ich sogar Richtung zu dir schicken könnte, beziehungsweise dem Deutschen auf der anderen Front den Krieg erklären, aber ich müsste erstmal mit dem Chinesen abchecken, dass der mir dann nicht aufs Maul haut, weil dann ist nämlich meine Chinesenflanke total offen und die habe ich ja gerade mit einer Monsterarmee quasi also zugemacht, dass der dann nicht einfach durchspazieren kann. Warte mal, wie viel Geld habe ich denn? Könnte ich mir was kaufen? Also Berlin ist mein. Könnt ihr mir eine Legion kaufen? Yes. Wow. Also Berlin gehört es trotzdem mir, auch wenn ich menschlich enttäuscht bin von diesem Stadtstaat. Ja, versucht ja halt erstmal Richtung des Deutschen ein bisschen Luft zu verschaffen und den Lissabonner erstmal ein bisschen auf Abstand zu halten. Das ist auch jetzt der Plan. Ich weiß halt nicht, wie die Stadtstaaten agieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt anfangen, Städte von dir einzunehmen. Nee, aber der greift meine Armee an. Ja, sicher, der macht dir halt einfach Stress, ja. Warte mal, was brauche ich denn jetzt hier noch? Ach, da oben ist der komische Japaner. Stimmt, da wollte ich ja eigentlich auch noch eine Stadt hinsetzen. Ich habe hier gerade eben schon ein bisschen zu tun. Stelle ich gerade eben so fest. Ich weiß nicht, warum die Stadt minus 2 hat. Brauch mehr Händler. So, Berlin. Ich glaube, ich baue in Berlin als allererstes Stadtmauern. Das ist keine schlechte Entscheidung. Mit denen kann man ja eine Stadt relativ gut verteidigen. Ne? Okay, jetzt muss ich nämlich... Der Deutsche hat keine Truppen mehr, mit denen er mehr wirklich gefährlich werden kann. Zumindest habe ich seit Ewigkeiten keine mehr gesehen. Jetzt zieht sich der Lissabonner wieder zurück. Also eventuell kann ich die Stellung auch mit ganz wenigen Truppen halten. Der Deutsche geht jetzt, glaube ich, auf Religion, weil bei mir ploppen jetzt permanent hier die Missionare von ihm auf. Ich sage jetzt mal was ganz, ganz Provokatives. Das Einzige, was ihm jetzt auch noch helfen kann, ist ein göttliches Wunder. So, kann mein Apostel den hier angreifen? Ja, kann er. So, jetzt gehst du hier hin und machst das da. Ich müsste aber trotzdem mal, ich bräuchte mal eine Pferdeeinheit oder sowas. Jetzt mache ich erstmal das hier kaputt. Das nervt nämlich das Teil. Er kann ihn nicht angreifen. Das ist komisch, dass Missionare nicht kämpfen können. Es können nur Apostel kämpfen. Aber ich könnte mir eigentlich... Warte mal. Ich hole mir einfach noch einen Apostel, du Arsch. Und du bleibst da stehen. Okay, da ist Aachen. Aachen habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Ich brauche jetzt hier nicht zwei Dinger, die mir Stress machen. So. Was ist denn hier? Hier ist Bad, dauert noch 3 Runden. Ja, viel zu tun ist gerade nicht bei mir. Moment, jetzt hier Level Up. Doppelte Kampfstärke auf einem Geländefeld mit einer Unterstützungseinheit. Okay, das wäre natürlich geil. Plus 10 Schaden Verteidigung gegen Einheiten der Nahkampfklasse. Finde ich fast besser. So, Moment, jetzt gehst du hier hin. Machst noch den da. Dann kann ich noch da hingehen. Ich muss es halt gerade eben tatsächlich jetzt erstmal gegen potenziell andere Gegner hier mit absichern. Ich habe jetzt hier so ein Doppelt- und Dreifach-Problem. Von allen Seiten kommen sie jetzt. Eine richtige Kesselschlacht eigentlich fast schon. So, hier könnte ich jetzt ein Sägewerk bauen. Ich glaube, das mache ich auch am Anfang. Das da? So. Der kommt da. Mehr kann ich dann noch gar nicht einsetzen. Aber warte mal, hier kann ich noch schießen.
Ach, Unterstützung. Ach so. Okay, das ist strange. Eigentlich müsste ich versuchen, Köln einzunehmen, weil die Stadt liegt wirklich nett dort. Hast du ihm schon den Krieg erklärt? Nee, noch nicht. Ich habe ja auch keine wirklichen Einheiten in der Nähe. Ich habe jetzt einen Legionär mal abgezogen, weil mir auch seine Missionare auf den Keks gehen. Ich müsste aber noch mindestens einen zweiten Legionär und noch einen Armbrustschützen und Katapult abziehen, damit ich überhaupt in der Lage bin, vernünftig zu kämpfen. Weil mit einer Einheit macht das eigentlich herzlich wenig Sinn. Also ich komme wahrscheinlich mit dem Deutschen klar. Der hat zwar doppelt so viele Städte gehabt wie ich, aber nur halb so viel Grips. Ja, jetzt fängt er hier an, wieder meine Stadt zu bekehren. Der kommt jetzt hier, der hat jetzt hier vier Missionare stehen. Oh! Okay. Lissabon greift meine Hauptsiedlung an. So viel ist schon mal sicher. Okay, krass. Armbrustschützen, so viel Geld habe ich, aber ich könnte mir schon das Katapult kaufen. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ich brauche, was brauche ich denn? Ja komm, wir kaufen das Katapult. Mir wären Armbrustschützen lieber, aber ich muss mir fast jetzt hier... Schwere Streitwagen, hat zu wenig Power. Schwertkämpfer hat 35, 2. Fordert Eisen. 35, 4. Oh, immer noch nicht tot. Ich will das blöde... Mein Apostel, da kommt eine Reliquie raus, wenn der stört, der will gerade nicht sterben. Das ist gerade ein bisschen strange. So, dann bauen wir hier doch mal am besten Stadtmauern erstmal in der Stadt, weil die am nächsten zum Deutschen liegt, damit wir uns da verteidigen können. Und ihn... Überspringen wir mal. Den brauchen wir dann eventuell noch. Eine Runde. Danach baue ich hier noch einen Legionär. Und die anderen beiden Städten sind hier mit heiligen Städten beschäftigt. Und hier ist endlich das Bad dann fertig, damit die Stadt wieder mal wachsen kann. Boah, ich hab echt Trouble. Scheiße. Was ist denn hier los? Minus 28? Was ist das denn? Achso, minus 28 Runden bis hier. Ich verstehe nicht ganz, warum ich hier eine Stadt habe, die einfach nicht wachsen will. Mhm. Also eigentlich zwei Städte. Die eine Stadt kommt über drei Einwohner nicht hinaus und deswegen kann ich ja zum Beispiel keinen Hafen oder so einen Scheiß bauen, weil die braucht mindestens drei Einwohner dafür. Das ist total dämlich. Okay, ich greife jetzt. Ich habe jetzt meine Truppen mehr oder weniger geteilt. Das ist keine gute Idee. Nee, das ist normalerweise keine gute Idee. Aber ich habe keine Wahl. Also wenn du mir Köln überlässt, dann würde ich irgendwann mal versuchen, also schiebe ich mal ein paar Truppen Richtung Köln, dann nehme ich ihm einfach Köln weg und dann hat er, glaube ich, dann nur noch Trier und Aachen, würde ich mal drauf tippen oder so, ne? Muss ich mal gucken, warte mal, ich schaue mir das gleich mal an, also ob das für mich eine Option ist. Bei Köln ist die am weitesten westlich gelegene Stadt von ihm. Und da aus schickt er höchstwahrscheinlich auch permanent die Missionare zu mir, was mir ziemlich auf den Keks geht. Einheit wird Beförderung. Ah, er hier. Ach, kann ich gerade nicht. Okay, Runde beenden. Okay, ich kann jetzt auch nicht mehr so allzu viel machen. Warte mal, ihr regeneriert hier immer noch fröhlich. Ja. Was mache ich denn mit euch hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, euch schicke ich auch hier zurück. Nee, ich muss jetzt knallhart. Ich muss Lissabon plätten. Das ist total bescheuert. Die Stadt, die ich retten wollte, muss ich jetzt platt machen. Okay, Katapult. Fuck. Und dann bauen wir... hat der jetzt mehr Pferde oder womit kommt denn der Deutsche so in der Regel? Zurzeit mit gar nichts so richtig. Okay, dann baue ich eine Legion. Okay, erstmal das hier wegschalten, weil das hier ist gefährlich. Also wenn mir irgendjemand sagen kann, wie man gegebenenfalls die Apostel heilen kann, wäre das ziemlich nice. Muss ich die eventuell in die Glaubensstätte schicken? Mach das mal. Geh mal darüber. Im Moment kommt der Deutsche auch nicht mit Apostel, aber wir könnten direkt noch einen kaufen eigentlich. Nee, 160 kostet der. Okay.
Die kommen jetzt zum Glück weitgehend auch über die Landzunge. Dadurch kann ich jetzt meine Schiffe einsetzen, um die da abzufangen. Na, Schiffe habe ich da selber noch gar nicht. Ich habe nur zwei. Also eigentlich habe ich... Ja, ich habe zwei Schiffe. Kann ich eventuell... Nein, kann ich nicht. Kostet zu viel, 125. Was mache ich denn da mit dir hier? Egal, wir bewegen ihn schon mal. Alter, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Was denn? Hier ist mitten zwischen zwei von meinen Städten nochmal ein Barbarenlager gespawnt. Ich glaube, es hackt. Die brauchen nicht viel Platz, ich weiß. Och, das ist jetzt... Muss ich erstmal mein... Und der kommt natürlich auch instant schon hier mit einem Speer angesäppelt, der Idiot. Oh Mann, ey. Angesäppelt finde ich schön. So, jetzt kann ich... Das Problem ist, dass der jetzt den Weg für meinen Arbeitstrupp hier blockiert. Das finde ich irgendwie nicht geil. Also ich habe halt Angst, dass der abgefangen wird. Noch eine Einheit. Ah, er hier. Okay, ihr geht dahin und schießt auf den. Diese Stadt will einfach nicht wachsen. Ich habe jetzt hier schon einen Haufen Bauernhöfe. Warum wächst die denn nicht? Warte mal jetzt. Wo sehe ich denn hier, wie viel Nahrung die produziert? 6. Und wo sehe ich, wie viel sie verbraucht? Sehe ich das hier eventuell? Ja, auch 6. Super. Hey, wie auch immer. Ich habe jetzt hier noch einen Arbeitstrupp übrig. Was mache ich denn mit dem? Ich glaube, den lasse ich hier mal eine Mine bauen. Damit die Stadt ein bisschen schneller produziert. Also wenn bei denen die Runde vorbei ist, würde ich dann gerne abmoderieren. Können wir gleich machen. Ich verschiebe hier gerade eben noch ein paar Honsels. Aber du kannst auch gerne abmoderieren. Ich kann auch kurz mal unterbrechen. Also das ist kein Problem. Ja, gut, dann... Wenn es euch gefallen hat, lasst bei Mr. Murp oder und bei mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt uns eure Hilfe in die Kommentare, denn, also ich kann immer Hilfe gebrauchen. Weil wir brauchen sie dringend. Und dann, ja, sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Civilization 6. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao.